Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Futures Handel zur US-Börseneröffnung. Und das machen wir mit Heiko Behrendt. Ich freue mich sehr, dass er heute uns wieder zur Verfügung steht. Und ich freue mich natürlich auch, dass Sie heute wieder live dabei sind. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FXLED. Wie immer, bevor ich an den Heiko den Bildschirm übergebe, müssen wir kurz den Risikohinweis besprechen. Das ist wichtig, denn dieses Webinar dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig davon, was uns heute Heiko präsentiert oder er vielleicht sogar einen Trade macht, müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Ja, das ist ganz wichtig. Wenn Sie Fragen zwischendurch haben, dann können Sie sehr gerne die Chat-Funktion hier benutzen und Ihre Frage reinschreiben. In der Regel, damit Sie natürlich auch wissen, dass Ihre Frage drankommt, sprechen wir Sie mit dem Vornamen an. Das ist ein respektvolles Du, aber wenn Sie das nicht möchten, dann gerne auch reinschreiben. Gut, dann lieber Heiko, übergebe ich sehr gerne den Bildschirm. Wünsche viel Erfolg, aber auch viel Spaß. Ja, wunderschönen, also wird schon drei, genau. Ja, wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich habe gerade festgestellt, dass eine Animation hier nicht funktioniert, die muss ich noch schnell nachreichen. Denn wie bekanntlich machen wir immer so ein bisschen erst einen Ausbildungsanteil, bevor es dann ins Trading geht. Und da muss ich jetzt hier nochmal, sonst ist der Aha-Effekt weg. Ablassen. So, dann muss ich einmal noch schnell ganz kurz anordnen. Kindles mit. Ja, wir werden mal gucken, wie es jetzt richtig. Das kommt dahin. Und Reaktion. Ja, könnte passen. Ne, wir werden mal gucken. Gut, dann, ich habe wieder was für euch vorbereitet. Wie gesagt, ihr könnt auch am Webinar aktiv mitgestalten, wenn ihr Fragen habt zum Future-Handel, wenn ihr Fragen habt zu meinem Trading, wenn ihr Fragen habt zum Ausbildungsanteil und so weiter. Und nach dem kurzen Ausbildungsanteil geht es dann rüber in die Analyse und dann werden wir uns dem Nasdaq wie immer widmen, denn den DAO überlasse ich da halt gerne dem Dirk. Der ist da der Meister seines Fachs. Und ich trade selber eigentlich nur noch. Wobei ich sagen muss, in letzter Zeit habe ich auch den Nasdaq nicht mehr gehandelt, sondern eher den S&P 500, weil der Nasdaq doch ein bisschen too much ist gewesen, ist jetzt die letzten paar Tage. Aber mal sehen, was heute so geht. Gut, dann gehen wir mal rein ins Thema. Ich habe euch was mitgebracht, was mir immer wieder auffällt. Es soll mehr so eine Idee sein, wie man was handeln kann, einfach gewisse Auffälligkeit im Chart. Ja, wir als Trader, das ist ja auch unsere Aufgabe, gewisse Situationen zu sehen, herauszufiltern, um dann halt zu versuchen, uns daraus einen Vorteil zu basteln, der uns ermöglicht, auch Trades eingehen zu können, vielleicht an interessanten Stellen, wo man vielleicht sonst so nicht reingehen würde, aber trotzdem in der Nachbetrachtung man sieht, Mensch, das ist vielleicht doch ganz gut, ist auf alle Fälle mal ein Blick wert. Und hier geht es um Candles ohne Docht oder Lunte. Ja, selten, dass auf beiden Seiten das ist. Ich hoffe, jedem ist klar, was ein Docht und eine Lunte ist in der Kerze. Ich zeichne es aber dennoch hier nochmal ein. Für alle, die damit Probleme haben, auch gleich noch eine Eselsbrücke hinterhergeschoben. Also, wir haben in einem Candle-Chart ganz klassisch ein Kerzenkörper. Oben, das ist der Docht. Und unten ist die Lunte. Ja. Wenn wir von der Lunte das L wegnehmen,
Dann bleibt noch unten, ja, also wenn man noch ein N hinten dran hängt, ne, Lunten, also Mehrzahl bleibt unten, also wissen wir, dass die Lunte unten ist. Und wenn man das D durch ein H ersetzen würde, ganz platt gesagt, dann wäre es hoch. Ja, und so hat man sich das gemerkt. Zumindest weiß man ab jetzt, dass die Lunte gleich Lunten gleich unten ist. So, und dann ist der Docht logischerweise oben. Gut, dann haben wir das auch geklärt. Eine kleine Eselsbrücke, die mir da just in dem Moment eingefallen ist. Und ja, es gibt halt Kerzen, je nachdem, wo sie liegen, von der Zeiteinheit her, dass sie halt kein Docht und keine Lunte haben, bedeutet, wir sehen Kerzen, die vielleicht so geschlossen haben und dann plötzlich die nächste Kerze, egal ob das jetzt ein 1 Minuten, Stunde, Tag, Woche oder Monatschart ist, die Folgekerze geht dann direkt weiter und wir sehen wirklich keine, ja, keine Lunte in dem Fall und würden einfach weitergehen. Und oftmals findet man an solchen Bereichen Reaktionen oder finden Reaktionen statt, die dann später nochmal interessante Levels sein können. Es geht sogar bis hoch in den Monatschart. Ich habe mal vor ja, ganz langer Zeit auch mal, wurden sogar im, weiß gar nicht, wann das war, wie viele Jahre das schon her ist, auch Lunten in einem Monat, also Kerzen ohne Docht oder Lunte. Ja, es war in dem Fall Kerzen ohne Lunte, wurden da aus Monatschart auch geholt. Ne? Ist jetzt für mich jetzt nicht so interessant, aber das Interessante ist, dass der Markt halt dann trotzdem irgendwie 2 Jahre später an so einer Marke dann plötzlich eine Reaktion zeigt. Ja? Dafür gehört natürlich ein bisschen ein geschultes Auge dazu. Und die Frage an euch, ob ihr hier in diesem Chart, ist der Nasdaq von gestern, ob man da Lunte und Dochte oder Kerzen ohne Lunte und ohne Docht erkennt. Ja, also. Oder man sagt auch obere oder untere Schatten. Ja. Kerzen, die zumindest 100% Docht und Lunte sind, sieht man hier vor allem mit Grün jetzt dargestellt, sind das Kerzen, die halt später angehandelt worden sind und eine Reaktion zeigen. Mal mehr, mal weniger. Natürlich klasse, diese Reaktion, also in der Nachbetrachtung, diese Reaktion hier bei der Kerze ist natürlich Monster, ja, wenn der Markt bis dahin läuft und dann von dort aus weg. Findet man in Abwärtstrends, macht so Markt relativ, vor allem der Nasdaq oder auch der Dow, sowas ganz gerne. Die Lunten, also Kerzen ohne Lunten und Dochte, sind auch oftmals Außenstäbe. Außenstäbe, da ist auch ja der Timo, der ja auch bei FXWirt immer mal Webinare gibt, der auch mit seinen Tools auch eine Möglichkeit, um sowas sich auch optisch anzeigen zu lassen. Und hier in dem Falle stellt sogar diese Kerze ohne Lunte eine Außenkerze dar. Ne? Also es ist relativ oft, nicht immer so, aber es sind des Öfteren Kerzen. Ja, und am Ende sind es halt, dahinter steht einfach, dass ja die Kerzen oder die Candles, die wir hier sehen, ist ja am Ende nur eine Darstellung, also eine Zusammenfassung aller Handelsaktivitäten innerhalb einer gewissen Zeitspanne, egal ob das jetzt in 5 Minuten, Stunde, was auch immer für ein Chart halt ist. Und in dem Falle muss ja der Markt halt, hält er halt einfach oder wird dieser Anstieg, den wir hier sehen, der wird am Ende nur unterbrochen von der Zeit, wo die Kerze halt wechselt. Ja, wenn das jetzt hier klar auch ein Anfang einer neuen Stunde wäre, ja, dann sieht man das auch in der Stunde, also die Kerze, die ich hier markiert habe. Wenn das aber jetzt eine Kerze so mitten innerhalb der Stunde ist, ja, dann wäre, wenn ich jetzt mal beide Kerzen hier zusammennehme, und aus einem 5-Minuten-Chart würde ich jetzt mal als Beispiel einen 10-Minuten-Chart machen. Dann würde es halt auch gar nicht auffallen, weil der Markt halt hier einfach so aussehen würde, die Kerze als Beispiel. Ja. Und von daher ist das dann so gar nicht sichtbar. Am Ende entsteht die Kerze, weil halt der Order Flow dahinter halt einfach glatt durchgeht. Ja. Also hier nochmal bei der Kerze. Und wenn ich mir jetzt darunter einfach das ein
zeichne, ne? Dann geht das hier los, der Markt hält hier an. So, und dann geht die nächste 5 Minuten oder Kerze als Beispiel los und direkt ab Start der Kerze der neuen 1 Minuten geht das Ding halt direkt straight on los und erreicht keine tieferen Kurse. Ja. Genau. Oft sieht man das bei schnellen Bewegungen, bei so squeeze-artigen Bewegungen, bei News, wenn die vielleicht genau zu einer gewissen Zeit auftreten, kann man sowas durchaus manchmal sehen. Ja. Gut. Also das, wie gesagt, Kerzen ohne Docht oder ohne Lunte. Dann hier sieht man jetzt hier, habe ich es hingeschrieben, Reaktion ist erst am Tag, also später am Tag oder nach mehreren Tagen. Das sind eigentlich mir so die liebsten Bereiche, die ich da auf dem Schirm habe. Oder wir sehen auch sowas mit einer Reaktion direkt in der Folgekerze. Also es kann sein, dass es im Stundenchart die Folgekerze ist, kann aber sein, auch im 5-Minuten-Chart. Hier in dem Chart, den ihr seht, gibt es auch zwei Situationen, sofern ich auch alle erwischt habe, wo wir eine Kerze ohne jeweils einmal, ja, zweimal ohne eine Lunte sehen, die in der Folge direkt getestet wurde. Hier mit Lila jetzt dargestellt das Ganze. Ihr seht, die Kerze geht hier nach oben und also hier ohne Lunte geht nach oben und die nächste Kerze testet sie gleich. Genau das gleiche hier unten auch nochmal. Die Kerze startet einfach nach oben weg und wird hier nochmal getestet und hier sehen wir eine gute Reaktion. Hier eher keine. Ja. Sowas schaue ich mir im 5-Minuten-Chart dann eher weniger an, ist für mich jetzt nicht ganz so interessant und noch uninteressanter ist sowas hier. Weil ja die Kerze ohne Docht schließt, ja. Und von daher gibt es da jetzt, kann es halt sein, dass die nächste auch gleich weitergeht. Oftmals ist es halt so, dass der Markt dann durchaus da zurückkommt und solche Kerzen auch wieder neutralisiert, solche Außenkerzen. Also das spielt denn für mich keine Rolle, wenn wir sowas sehen auf der Oberseite ohne Docht, einfach nur schließt. Man kann halt mit überlegen, ob man damit drauf geht. Ich mache es eher nicht. Ja. Wenn man eine Kerze hat, in der Folgekerze zum Beispiel, wenn das jetzt schwarz wäre, dann müsste die Folgekerze dann, wenn man direkt diesen, was ich lila markiert habe, diesen direkten Test sehen wollen würde, dann müsste man halt hier so eine weiße Kerze sehen, die dann da so hoch geht. Ne? Genau. Ja. Genau. Wenn man jetzt auch noch, jetzt kommt dann als nächstes noch drauf an, wie weit man an der Stelle halt, wie weit man halt an der Stelle entsprechend genau oder ungenau wird. Ich finde es halt auch immer wieder interessant, zumindest wenn es ein ganz, ganz kleiner Docht ist, vielleicht hier im Nasdaq unter einem Punkt, ja, also unter 4 Ticks, dass man sowas vielleicht auch nochmal mit auf dem Schirm halt hat, wird auch nicht immer Kerzen geben, die dort eine Reaktion zeigen oder auch nicht. Ja, aber ich zeichne sie mal jetzt ein. Das sind hier nochmal ein paar Kerzen mit ganz geringem Docht auf der Oberseite, wo man auch immer wieder mal eine Reaktion sieht. Also, wie gesagt, soll ja auch nur eine Idee sein. Also ich ist jetzt nicht so, dass ich sage, dass ich hier alles, was Docht und Lunte hat, irgendwie handle, ja, sondern ist halt für mich einfach ein Fokuspunkt, an dem ich vielleicht den Trade beende oder einen Trade eröffnen kann. Ja. Jetzt habe ich gerade hier von der Tatjana noch ein Ich lese es mal vor, weil auch das nochmal eine gute Erklärung auch ist, ne, was die Tatjana geschrieben hat. Die Dinger ohne Tails, so heißt das im Englischen, ne, sind im Grunde genommen unfertige Auktionen, da wo der Markt halt losgelaufen ist, ohne zu prüfen, ob vielleicht jemand was in der Gegenrichtung hatte, quasi One-Way-Action oder Auction statt Two-Way-Auction. Und da die Börse eigentlich da ist, um Two-Way-Auction zu ermöglichen, kommt der Markt gerne zurück, früher oder später, um die Sache zu reparieren. Genau, also es ist halt am Ende halt so, jemand hat halt,
Man kann es auch, wenn wir auch größere Trader halt haben, findet man auch manchmal, nicht immer, aber auch interessante Bereiche, wo so ein Markt halt immer wieder losrennt. Also als Beispiel, wir haben jetzt hier jemanden, der halt einfach nur massiv gekauft hat, ja, und der kauft halt einfach straight on. Und wir sehen auch hier meistens nur wirklich auf einer Seite das Volumen. Und wenn der Markt dann an so einer Stelle hinkommt, wenn da noch nicht fertig ist, ja, dann geht es genau von der Stelle auch wieder los, ja, oder man guckt, ob halt dort genau das repariert wird. Also für mich ist es halt auch immer so, dass ich dann denke oder mir das so herleite, dass ich einfach sage, in der Nachbetrachtung, ich glaube, der Dirk sagt das auch so, muss sozusagen, am Ende braucht jede Kerze eine Docht und eine Lunte. Ja, und die muss dann halt nachgebaut werden und wird dann hier dann halt nachgeholt. So. Wie gesagt, da muss am Ende ja jeder für sich seine Erklärung finden. Ja, bei solchen Squeezes, also wo oder bei starken Bewegungen, wo es halt einfach durch den Zeitrahmen, den wir uns anschauen, durchgeht, in eine Richtung, ja, es gibt halt eine dominante, also einen dominanten Händler oder mehrere, ja, aber eine dominante Order, die halt einfach durchgeht und da den Markt halt in diese Richtung halt pusht. Ne. Wenn wir solche richtigen guten Abwärtstrends haben, ja, wenn das jetzt ein richtiger schöner Abwärtstrend wäre, ist das oftmals genau der Bereich ab da, wo denn die Abwärtstrends dann weitergehen, dass der Markt sozusagen genau diesen Bereich nochmal testet, also fertig macht, wenn man so möchte, um dann halt hier dann wieder runterzugehen. Ja. Also ich finde es halt ganz interessant, einfach darauf zu achten. Spannend ist es halt vor allem, wenn diese Dinger am Anfang oder am Ende einer Stunde halt, je nachdem, zu finden sind. Also das heißt, man sieht sie dann vom Stundenchart runter in jeder darunter geteilten Zeiteinheit. Also würde bedeuten, im Minutenchart würde man das sehen, in 5 Minuten, in 15 Minuten würde man sehen, im Halbstundenchart und im Stundenchart. Also wenn das immer zum Stundenwechsel genau Punkt passiert, dann sehen wir das in allen Zeiteinheiten. Ne? Also wenn das jetzt als Beispiel ja der Start, das hier mal als Beispiel ist jetzt hier unten, sagen wir 18 Uhr, nur als Beispiel. So, dann wenn das hier 18 Uhr wäre, genau, ja, dann sehen wir das logischerweise, dort startet ja eine neue M5-Kerze, ne, zur vollen Stunde. Es startet die neue M10-Kerze. Es startet die neue M15 und so weiter. Ne? Jetzt machen wir es durch. Neue M30, neue A1. Ne? So, alles zu der Zeit. Das heißt, in jeglicher Zeiteinheit, die ich mir angucke, sehe ich das. Wer es nicht sieht, unter Umständen sind Leute, die Range-Bar-Charts nutzen, die eventuell Tick-Charts nutzen. Ja, und so weiter und so fort. Ne? Aber wenn man halt sieht, dass er halt auf zeitbasierten Charts an solchen Dingern halt oft eine Reaktion stattfindet, warum halt auch nicht nutzen? Ne? Genau. Gut. Schauen wir uns das Ganze mal an. Hier nochmal ein paar Beispiele auch aus dem DAO. Auf der linken Seite nochmal der 15-Minuten-Chart, wo der Markt ohne Docht und Lunte, also hier ohne einen Docht, hier losgeht. An der Stelle, also das oben nochmal testet. Ja, am 5-Minuten-Chart sieht das dann schön aus oder im Minuten-Chart, wie der Markt dann so ein Hoch nochmal testet und ab da losgeht. Und hier sieht man auch, ja, der Markt fängt hier an zu fallen. So, und genau mit Start neuer Kerze, Rutsch und auch nichts. Ne? Und dann kann man sich das hier später auch markieren. Auf der rechten Seite habe ich nochmal auch einen Stunden- und einen 5-Minuten-Chart reingemacht. Ja, klar ist, ne, wenn sowas am Stundenanfang halt passiert und wenn man sich jetzt hier nochmal anschaut, da ist der Stundenanfang, ja, wie gut der Markt dann hier gehalten wird und dann wieder hochgeht. Ja, und auf der Oberseite, jetzt ist er halt ein bisschen mehr durchgegangen, aber hat er auch nochmal als Ziel ganz gut hier erreicht. Ne? So sieht das dann halt aus. Nicht jeder Docht, nicht jede Kerze ohne Docht, ohne Lunte wird sicherlich zum Erfolg führen, wenn man das einfach platt jetzt alles durchhandeln wollen würde.
Ja, aber es sind halt trotzdem immer wieder interessante Bereiche, wo wir eine Reaktion zumindest sehen, die auf ein paar Punkte kommt. Wenn man jetzt, jetzt kann man überlegen, wie kann ich das vielleicht in meinem Trading integrieren, das Ganze, dann ja, könnte man ja vielleicht wie folgt vorgehen und sagen, gut, ich schaue mir überhaupt, ich lege erstmal meinen Fokus da drauf, also wo findet denn diese Bewegung statt? Wo findet am Ende, kann ich das auch handeln? Und zum Beispiel, was ich halt gerne mache, ist jetzt ein Beispiel, wo ich dann halt versuche, in Richtung dieser Bereiche hier hin zu handeln, ja, zu sehen, dass der Markt dann hier so reagiert und ja, versuche dann da mein Trade halt durchzubringen. Ja. Genau. Und dann wäre dann das eine der Trading-Ideen, also das Ziel Candle ohne Docht oder Lunte dann als Trading-Ziel zu nehmen, zu sagen, gut, das muss noch nachgebaut werden, wir brauchen hier halt irgendwie eine Lunte dran, also fällt der Markt halt bis dahin und wenn es gut läuft, ja, bauen die das hier mit einer schwarzen Kerze danach. So, und dann hat die Kerze zurück betrachtet in einer anderen Zeiteinheit dann vielleicht eine Lunte dran gebastelt bekommen. Genau. Das wäre halt eine Trading-Idee, auf die ich gerne schaue. Und die zweite Idee ist natürlich als Reaktion von diesen Kerzen weg. Vor allem, wenn es hier ein zeitlicher Abstand ist. Und hier kann man ja mit einem Stair Trader auch ganz gut arbeiten, indem man sagt, okay, hier erwarte ich die Reaktion. Ihr könnt ja natürlich, wenn ihr überlegt, ich wäre jetzt hier oben in dem Falle nicht short, sondern ich würde hier sagen, ich will die Reaktion davon handeln, kann man ja hier genauso die Buy Limit reinlegen, ja, mit einer Limit Pullback und falls der Markt hier wirklich durchsaust, kommt man vielleicht noch ein bisschen tiefer mit und kann dann gucken, ob man die Reaktion dann halt erwischt. Ja. Auch eine Möglichkeit, das Ganze hier zu handeln. Ja. Ich selber als Reaktion handle ich, muss ich ehrlich sagen, fast nie. Ja. Ich war nur gestern wieder erstaunt, wie der Markt halt da an dieser Kerze ohne Docht da, vor allem am Abend, da reagiert hatte und dachte, ja, aber ganz ehrlich, ich würde es mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht handeln. Ja. Oder ich handle es auch nicht. Also aber vielleicht ist es ja genau das für euch, zu sagen, Mensch, das passt mir in Kram. Ja. Die wichtigste Voraussetzung natürlich bei alledem ist, dass ihr, kann ja nicht davon ausgehen, dass ihr alle Nasdaq, DAO und DAX handelt. Ja, also vor allem auch, falls ihr Währungen oder sonstiges handelt, natürlich erstmal schauen, findet man sowas in dem entsprechenden Basiswert, den man halt handelt? Und wenn ja, gibt es da überhaupt eine Reaktion? Also es gibt auch, würde ich jetzt mal meinen, vielleicht auch Basiswerte, keine Ahnung, irgendwelche Währungspaare oder vielleicht auch Gold oder Öl. Da habe ich es jetzt nicht wirklich auf dem Schirm, wo ich das viel zu wenig handle, wo vielleicht es Kerzen ohne Docht und Lunte gibt, aber kaum oder nicht wirklich Reaktionen an diesen Bereichen stattfinden. Wenn dem so ist, dann ist natürlich auch klar, dann ist das keine Idee. Oder oh, ich habe hier gerade, merke hier, Trading-Ideen mit Doppel-D, auch nicht schlecht. Dass man da entsprechend, dass man da entsprechend dann das natürlich nicht anwenden kann. Also das halt natürlich für euch zu prüfen. Ja, und ja, wir können ja mal gucken, vielleicht passiert ja heute irgendwie sowas in der Art und man findet da halt entsprechend was. Ja. Ich habe mir gerade auch für heute durchgeguckt, was wir hier alles an Lernstoff schon hatten, ja, in den letzten vielen Webinaren. Und da haben wir jetzt eigentlich Kerzen ohne Docht, ohne Lunte. Wir haben das Trading über dem Hoch Short, unter dem Tief Long. Und wir haben das Trading mit erste Kerze gleich Impulskerze, um in die Bewegung reinzukommen. Also eigentlich alles aus der Beobachtung heraus, was man da nutzen kann, je nachdem, was wir hier für einen Marktzustand gerade haben. Und im Dezember-Webinar hatte ich das ja, als wir die Aktion da hatten, die ja auch viele genutzt haben, ja, dieses Thema nochmal, dass es eigentlich ja eher darum geht, zu sagen,
Ich bewerte erstmal den Zustand. Von dem Zustand her weiß ich, dass ich ein Setup habe und aus dem Setup heraus versuche ich dann den Trade abzuleiten. Ja, so ist meine Herangehensweise. Genau. Wenn es Fragen dazu gibt, dann gerne her damit. Oder wer vielleicht sowas schon mal genutzt hat, kann ja auch da Feedback dazu geben. Oder wer sowas überhaupt schon mal drauf geguckt hat, getradet hat oder so, kann ja da gerne mich das wissen lassen. Oder hier teilen mit der Community. Genau. Dann wäre ich soweit durch mit dem Ausbildungsanteil für heute als Trading-Idee. Wie gesagt, ist mir halt aufgefallen, wo ich es gestern im Chart gesehen habe. Habe es nicht gehandelt. Ich habe gestern leider zu früh Feierabend gemacht. Habe gestern bis 16:30 Uhr gedacht, das Gewackel schaue ich mir nicht an. Und um 16:40 Uhr ging ja dann gestern die Kauforder durch und dachte, what the fuck? So, ne? So, hätte man mal ein bisschen länger. Aber gut, so ist es nun mal. Ja, dann gehen wir mal auf mein Screen hier und schauen uns das Ganze mal an, was die Amis uns hier so hingestellt haben. Ja, ganz ehrlich muss ich sagen, wir haben jetzt gleich Opening und ich, tja, die Frage wird jetzt sein, ich mache mal hier den Nasdaq hier auf. Die Frage ist, jetzt kommen wir hier mit einer Vorbörse rein, die natürlich, ja, wo ich auch nicht weiß, was man damit anfängt. Also rein von meinen Erfahrungswerten her, die ich mit diesen Märkten halt habe, ist es so, dass wenn die Märkte vorbörslich schon so gelaufen sind wie Nachbarslumpi, sagen wir mal, dass oftmals dann zum Handel entweder genau das fortgesetzt wird oder, und das passiert eigentlich relativ oft, dass der Markt dann mit dieser hohen Eröffnung nicht weiß, wo vorne und hinten ist und keinen Dunst hat, was er jetzt damit machen soll mit dieser Eröffnung. Und zwar, wir können ja mal kurz den Trenner reinmachen. Periodentrennung, um zu sehen, wo halt Ende ist. Also, wir sehen jetzt hier, das ist das gestrige Ende. Wir sehen jetzt hier den 5-Minuten-Chart und das ist gestriger Handelsende. Und von diesem aus, verdecken wir hier nochmal so ein bisschen. So. Okay. Zeichnen wir es nochmal hier kurz ein. Also, Close von gestern. Grob 14.748, sowas in der Dreher. Und von dort aus jetzt, ja, 200, ja, 200 Punkte in Spitze grob nach oben gelaufen. Das heißt, die Kasse, wenn man jetzt den Schlusskurs halt nimmt, die Kasse kommt halt ja, 200 Punkte oder 160, 70 Punkte höher nun jetzt rein. Und jetzt ist natürlich die Frage, was machen die jetzt damit, ja, mit diesem Gap? Also wenn wir uns jetzt ja nur die Kasse angucken würden, dann würde es das hier ja alles gar nicht geben. Das heißt, wir hätten jetzt hier ein schönes Aufwärtsgap. Ja. Und dann ist halt die Frage, wird es jetzt geschlossen, ja oder nein? Ja, und das führt halt oftmals dazu, dass wir dann eher einen Verlauf sehen, der halt zum einen dazu führt, dass wir hier versuchen, dass Trader, die jetzt aus den vorbörslichen Longs hier drin sind, dass die eventuell aussteigen. Wir sehen andere, die der Meinung sind, okay, wir handeln jetzt klassisch den Trend. Und schlussendlich haben wir dann hier irgendwie so ein heftiges Wohler-Gedaddel, wie wir das gestern auch gesehen haben. Ja. Und gehen wir mal kurz dahin zu gestern. So, bevor sich dann der Markt halt entschieden hat, dann doch zu steigen. Ja, also das war gestern die erste Stunde. Ja, 100 Punkte hin und her oder irgend sowas. Damit kann man halt relativ schwer was anfangen. Ja, genau. Also ich zumindest. Also ich habe gestern ein, zwei Trades hier in dieser Range da gemacht und habe gesagt, okay, ich verschwende meine Energie jetzt hier nicht in diesem Hin und Her. Und ja, und als dann meine Trading-Idee, die ich auch hier schon hatte, nach oben long nicht aufgegangen ist, habe ich gesagt, okay, ich tue mir das jetzt hier nicht weiter an. Ich weiß nicht, wie der Markt da rauskommt. Und das Problem war dann, dass die Apple-Aktie, die ich hier auf dem Schirm gestern mit hatte, die hat es bei diesem Anstieg nicht geschafft gehabt, den Widerstandsbereich zu brechen.
Und da habe ich gesagt, okay, wenn die jetzt noch eine Stunde weiter in der Range rumeiert, dann ja, habe ich da keinen Zugriff auf den Markt und deswegen mache ich da halt nichts. Ne? So. Gut, dann, also hier würde ich bei der hohen Eröffnung auf alle Fälle abwarten. Jetzt kann man sagen, gut, bei der hohen Eröffnung ist natürlich klar, dass der Markt jetzt erstmal short geht in den ersten paar Minuten. Aber das passiert auch nicht immer. Ich kenne auch Tage, da sieht man, dass diese Kerze am Ende der 5-Minuten-Kerze in 2 Minuten plötzlich so aussieht. Habe ich nämlich auch schon des Öfteren, ja, so. Und dann hier diese lange Lunte halt hat. Und man denkt sich, es kann ja nicht wahr sein, jetzt eröffnet der Markt hier 200 Punkte höher und schafft es nicht mal irgendwie 10, 15 Minuten zu fallen. Und dann kommt die erste Kerze, also direkt hier monstermäßig dann rein und dreht halt komplett um und schließt am Hoch. Und dann geht es hier direkt weiter mit dem Ballermann. Ja? Also, dass man ja keinen reinlässt. Von daher, an der Stelle mache ich also den Short nicht. Ja? Wir sehen es hier zum Beispiel. Links oben ist der S&P 500 und da seht ihr ja gerade schon der S&P 500 direkt ab Eröffnung, obwohl schon auch so eine starke Erholung hier ist. Hier mal rechts an. Ja, so eine starke Aufwärtstrend schon hatten, direkt läuft er halt weiter. Und hier sehen wir es jetzt auch. Also wir biegen das Ganze hier um. Genau. Genau. Ich habe jetzt hier ausschließlich den 5-Minuten-Chart mal angemacht, denn und dahinter liegen den Stundenchart, damit man einfach das ein bisschen besser sieht, wie der Markt hier gerade läuft. Ne? Und dass man hier vielleicht auch im Minutenchart bei dem vielen Hin und Her sich da auch nicht ja, total verausgabt. Ne? Gut. Ja, jetzt mal. Also das ist eine typische Eröffnung, trotz der hohen Eröffnung, dass der Short nicht wirklich durchläuft. Ne? Wird auch Tage geben, da läuft der Short durch. Jetzt sind wir hier von hier unten, ja, 30, 40 Punkte Kerzen. Also die Vola ist im Nasdaq schon relativ hoch zurzeit, selbst auch im Mikro-Future, wenn man das handelt, sind da halt immer mal schnell mal ja 100, $200 plus minus möglich, ja, bei der hohen Vola. Genau, und vielleicht zur Aufteilung meines Bildschirms noch. Also wir haben hier auf der rechten Seite den Tageschart oben und ich ziehe den mal kurz so größer, damit man einfach sieht, wie es jetzt per Tag ausschaut. Ja, wir sind gestern, wie gesagt, gestern hatte ich schon den Fokus durchaus auf Long gehabt. Wir sind gestern unter dem Tagestief vom Vortag gestartet und haben da unten denn es wirklich geschafft, halt umzudrehen. Per heute ging es ja auch in der Nacht direkt halt weiter nach oben. Wir haben kaum ins Negative gedreht, also auf Tagesbasis fast eine Kerze ohne Lunte, wenn man so möchte, oder relativ kleiner Lunte und jetzt direkt halt weiter und haben jetzt hier die Hochs der letzten 1, 2, 3, 4 Tage rausgenommen. Und jetzt ist halt natürlich nur die Frage, führt das dazu, dass wir hier weitergehen direkt und versuchen Richtung 15.100 zu laufen oder was ist, wenn der Markt hier unter 14.870 läuft? Klappen wir da zusammen und sehen wieder die Verkäufe, genauso wie wir schon auch davor gesehen haben, hier nach unten. Ne? Also das ist für mich halt die Frage für heute. Ich denke mal, das ein oder andere Depot könnte es zerlegen, wenn man der Meinung ist, das war es jetzt gewesen und nachher läuft der Markt dann doch bis hier oben durch. Dass sowas nicht Außergewöhnliches ist, haben wir ja hier gesehen zum Wechsel des Monats auch, ja, am letzten Handelstag, am 31.01. Da ist der Markt halt direkt durchgelaufen, ja. Und wenn man da dagegen steht, ja, dann rasiert es eins das Depot. Ja. Genau, also von daher ist es auf Tageschart mit dieser Vorbörse halt schon ein bisschen tricky für mich. Das heißt, ich würde hier, denke ich, durchaus eher eine halbe Stunde warten, eine Stunde, bis man da vielleicht ja, eine Struktur halt hat mit der Kasse, dass man sagen kann, okay, da habe ich was, womit ich halt was anfangen kann. Genau. Darunter nochmal der Stundenchart, den ich auch hier dahinter habe. Hier seht ihr jetzt, wir haben jetzt mal das Tief dieser letzten 2 Stunden hier rausgenommen und versuchen uns da jetzt von hoch und runter zu bewegen. Aber ihr seht auch, wir können uns hier auch nochmal den 1-Minuten-Chart anmachen. Ja, bei solchen langen Trends immer mal eine Idee, sich den Minuten-Chart und auch ein paar EMAs ganz klassisch reinzulegen.
Ja, denn EMAs funktionieren logischerweise in solchen starken Trends immer. Ich habe hier den EMA 30 und den EMA 100. Und hier seht ihr jetzt, dass der EMA 100, ich mache mal hier die rot, also relativ gut das Ganze handelt, ja, an diesem EMA. Der Punkt hier passt auch dann ganz gut mit horizontalen Preisbereichen zusammen. Also von daher sind das dann schon interessante Bereiche, die der Markt dann einfach handelt. Und wenn man im 1-Minuten-Chart und sagt, okay, auf ein paar Punkte, ja, kann man auch hier entsprechend genau an diesen Bereichen halt versuchen, Longs einzugehen. Oder man sieht auch hier, wie der Markt nach oben driftet, wie der Markt sich sozusagen richtig da schön lang hangelt. Ja, und ja, klar ist, es wird nicht immer gut laufen, weil irgendwann ist der Trend auch vorbei. Jetzt fangen sich hier an, die EMAs zu kreuzen. Und jetzt seht ihr hier einfach mal auch die Struktur, die hier doch relativ gut ja, herleitbar ist. Also wie man das auch gerne hätte, mit einer Bewegung, Korrektur, ja. Denn neue Stunde, das war, glaube ich, hier Beginn neuer Stunde, geht dann der Markt halt höher, dann wieder Konsolidierung, Test, lokales Hoch und dann wieder ne, Bewegung, Korrektur. Und jetzt seht ihr, hier kommt ja die Ballerei hier rein. Heftigstes Hin und Her und da muss man Geduld. Also ich handle dort nicht. Es ist mir ein, ich bin, A, wäre ich zu langsam, wäre ich zu langsam und für diesen Handel und B, ich habe, selbst wenn ich das im Demo-Modus handle, und das habe ich auch in jüngster Vergangenheit einfach mal gedacht, ich handle diese Eröffnung, also dieses wilde Hin und Her, versuche ich mal zu handeln im Demo-Modus, also in Realtime. Und muss sagen, ich kann das so schlecht abschätzen, weil die Risiken massiv sind. Also als Beispiel, man denkt jetzt, ich meine, das kann ja passieren, dass der Markt jetzt rausgeht, aber in der Eröffnungsphase würde man jetzt sagen, okay, ich handle hier einen Breakout Long und plötzlich haut das Ding halt erstmal 40 Punkte oder 50 Punkte zurück wieder, ja, und fängt dann wieder von hier unten an zu steigen. Und also ich habe bei solchen volatilen Eröffnungen kriege ich in der Mehrzahl der Fälle, wenn ich es in echt handeln würde, zumindest mich fixt der Chart halt nicht mehr an. Aber wenn ich es halt auch im Demo live handle, also hier in Echtzeit, da komme ich nicht nach vorne. Ja? Und da ich das auch weiß, dass ich, wo natürlich meine Schwäche auch liegt, mache ich das halt einfach nicht, handle ich halt einfach nicht. Und wie gesagt, egal was ich dort versuche, ich krieg's nicht hin, so eine volatile Eröffnung gut zu handeln. Also es passt ab und zu schon, aber in der Mehrzahl der Fälle, ja, das meine ich jetzt gerade. Stellt euch mal vor, man wäre jetzt, hätte jetzt den Long hier oben genommen als Breakout und denkt sich, oh, jetzt geht der Run halt weiter und plötzlich haut das Ding halt hier zurück. Allein das hier sind ja jetzt, keine Ahnung, 25 Punkte. Ja, bedeutet für uns, selbst im Mikro-Future mit einem Kontrakt $50 hinten zu sein, jetzt fängt man an, hier vielleicht noch die Position aufzubauen im Verlust, weil man sagt, okay, ich kann 1 bis 5 Kontrakte halt handeln und plötzlich rasiert er das nochmal hier unten. Und ich habe letztens eine Eröffnung gesehen, der ging es von hier unten 70 Punkte runter, nochmal durch das Tief und danach wieder 100 Punkte hoch. Und ich dachte, wollen die mich verarschen? Ja, und das meisten Trades, die ich mache, aktuell sind irgendwie so nach 16:30 Uhr. Ja. Der Michael fragt noch, verwendest du auch SMA? Ich sage jetzt mal, bei dieser Zeiteinheiten spielt es jetzt nicht so eine große Rolle, ob ich jetzt SMA oder oder ein EMA habe, also exponentiell. Wir können ja mal hier als Beispiel diesen blauen Indikator machen wir mal auf 100 auch und machen den mal von exponentiell auf simple, ne, also auf SMA. So, das ist jetzt der Unterschied, sei jetzt mal der beiden SMA, EMA. Ne, das sind jetzt hier, ist der Unterschied, beträgt hier 5 Punkte. Ja, vielleicht hier beträgt jetzt der Unterschied ja, 12 Punkte. Ne. Ist halt ein bisschen langsamer jetzt. Ja, dadurch, dass es halt gewichtigter ist, ja, läuft der Markt halt da ein bisschen schneller denn ran an das Level. Genau.
Also das kann man ja selber für sich gucken. Wer jetzt der Meinung ist, okay, Mensch, für mich ist der SMA das Richtige, der macht das. Oder wer halt sagt, hier, dann nehme ich hier Smooth, weiß gar nicht, wie der aussieht denn. Ja, der sieht dann so aus. Wie auch immer der berechnet wird, weiß ich nicht. Ja. Also wie gesagt, ich bin bei exponentiell geblieben. So, den können wir jetzt wieder auf 30 machen. So. Aber ihr seht hier, wie gesagt, mit dieser Ballerei kann ich ja in einem Chart halt nichts anfangen. Ne? Also für mich no trade. Genau. Also da ist warten. Gut. Also festzuhalten bleibt mit der Eröffnung zumindest mal hier das Tief der letzten 2 Stunden hier rausgeholt. Reaktion an diesem Bereich, optional, wenn man jetzt den S&P 500 hier sieht, ganz links oben, sieht es danach aus, dass wir hier ein bisschen, dass wir hier nochmal ziemlich trendig sind. Also, ne? Der DAX hat jetzt das, der DAX hat denn heute sogar jetzt mit 15.512 ja den Freitag von letzter Woche neutralisiert, also das haben wir auch geschafft. Wurde heute auch richtig gut ausgespielt, das Ganze ziemlich langsam. Cool fand ich das in meiner Community, in der Skype-Gruppe, die halt den Grundkurs Skype-Trading gemacht haben, einige heute den ganz klassischen Einstieg im Trend heute gewählt haben. Also hatten heute einige Trader, die da ihre Charts gepostet haben, also hier Long Trades gemacht in dem Bereich. Ja, und von bis gehalten. Ne? Also welche haben bis hierhin gehalten und welche bis dahin. Ja, und welche sogar leicht darüber über das Hoch. Ne? Also das fand ich ganz cool. War auch ganz klassisch nach Setup, jetzt kein Hexenwerk. Muss man sich halt trauen. Ich habe den Trade nicht gemacht, weil es war Mittagszeit und ja, ich wollte ja A noch das Webinar vorbereiten und B, zur Mittagszeit ist jetzt nicht meine Trading-Zeit. Ne? Genau. So, gut. Ja, ihr seht, wie der Markt hier hin und her geht. Wir können hier nochmal, ich habe hier einen Indikator mit drauf, der einfach die misst, wie die durchschnittliche Schwankungsbreite ist von der Minutenkerze, also die Range. Und da sehen wir es hier aktuell. Also, das sind die Handelsspannen der aktuellen 1-Minuten-Kerze. Also die letzte hier waren jetzt 34 Punkte, also eher so oberhalb von 25 bis 30 Punkte. Und das bedeutet für mich, ja, die Frage ist, kriege ich halt einen Trade halt hin, wo ich unter 30 Punkte riskiere und halt auch das verdienen kann. So, das ist mir hier bei dem Hin und Her einfach nicht möglich. Ja, und von daher ist für mich hier, ja, Disziplin halt wichtig, ne? Ja. Wait for pay, sagen manche. Ne? Also man muss halt warten, bis man da was findet oder was sieht, was einem dann einen Vorteil bringt. Und darf sich halt hier nicht von dem Hin und Her halt anmachen lassen. Ne? Also ganz wichtig, also wer natürlich in dieser Phase Performance machen kann, wer da gute Trades abliefern kann, wer da mit seinem Trading einen guten Read auf dem Markt hat, der kann ja dort handeln. Also das will ich gar keinem verbieten. Ich weiß aber aus meiner persönlichen Handelserfahrung, dass ich keinen Vorteil habe. A, habe ich es im Echtgeld für mich versucht, B, habe ich selbst im Demo nicht mal einen Vorteil, wo nicht mal Emotionen dabei sind. Also warum soll ich es denn da handeln? Ja. Genau, und so habe ich mich jetzt die ganzen letzten Tage aus der Eröffnungsphase rausgehalten und habe da ein bisschen zugeguckt und versucht, was zu sehen und habe aber nichts gefunden, was mir einen Vorteil bringt. Vielleicht habt ihr ja eher sogar was. Also da wird der Meister zum Schüler. Ja, genau. Und es ist auch so, ich klicke, selbst wenn ich jetzt hier jetzt mal das durchgehen würde, vielleicht und sage, okay, von der Zeitebene gehe ich mal weg und gehe zum Beispiel mal in einem 200er Tick-Chart. Also einfach nur jetzt auf eine andere Ebene, ob ich da was finde. Ja, und selbst da ist es halt auch so. Oder wenn ich sage, ich gehe jetzt mal in den Range-Chart, also wo jetzt immer nur und sage, alle 2 Punkte eine neue Kerze dargestellt oder von mir aus hier alle 5 Punkte. Mal gucken, wie es da ausschaut. Ja, da
Da sieht es natürlich jetzt hier genauso grottig aus. Ne? Also, das ist hier die Eröffnung. Ich mache mal hier eine vertikale Linie rein. Also, selbst wenn ich mich davon entferne, ja, 15:30 Uhr, so ist ungefähr hier. So, ja, wenn ich mich davon entferne, selbst da sieht es einfach nur hin und her aus. Wenn ich in eine 5R gehe, so, da sieht es halt. Ja, sieht man vielleicht schon ein bisschen Struktur, aber ist ja am Ende auch nur ziemliches Geballer, ne? Das ist 15:30 schon hier vorne. Und da sieht man einfach, wir haben es jetzt 17 Minuten gehandelt, was da an Hin und Her im Markt halt hier getrieben wird, ne? So, und wo ich da manchmal gerne gucke, ist halt der 5-Sekunden-Chart. Selbst da sieht es, naja, alles andere als schick aus. Genau. Gut. Ja. Von daher, achso, genau, was ich jetzt nochmal mache, draufgehen kann. Hier sieht man jetzt nochmal die letzten Handelstage. So, dann haben wir hier einen nackten Chart. Nehmen wir mal den, das ist ein nackter Chart. Machen wir mal 5-Minuten-Chart hier an. Und machen mal als Zeitintervall, will ich das nochmal zeigen. Machen wir mal die Trading Hour an. CME, also den Kassahandel. Nur damit man es mal sieht. Ja, so. Also da sieht man jetzt die letzten Tage. Ja, wir sind jetzt da oben, haben wir jetzt eröffnet und jetzt laufen wir hier ins Gap Close rein. So, dann können wir mal die Linie verschieben. So, und das ist jetzt das. Das ist jetzt das, wo ich jetzt überlegen muss. Foppt mich der Markt, indem ich jetzt hier unten denke, okay, wir schließen das Gap und der Markt fällt hier runter oder zumindest auf diese Tageshoch halt drauf. Oder, und das ist halt auch oft so, dass der Markt halt hier runtergeht und von solchen Bewegungen aus dann halt wirklich weggeht. Ja. Gutes Beispiel, ja, hier vorne, muss man gar nicht so weit zurückgehen. Hier auch eine Gap gemacht, ja. So. Wir öffnen unter dem Tief, ne? So, das ja, ist ja gestern, genau, gestern hier, wollte schon gerade sagen. So, und dann laufen wir hier auch über das Hoch dieser Kerzen drüber und dann bevor der Markt das Gap zumacht, fällt er halt erstmal nochmal tiefer, wieder runter, nochmal tief und dann ging erst die Kaufwelle los. Das heißt, man wird auf beiden Seiten halt rausgeholt. Ja. So, und so kann man sich wahrscheinlich hier noch viele andere Beispieltage wahrscheinlich herholen, wo wir ja zwischen Gap Close mal sehen, dass es gut gelaufen ist und mal nicht. Ja, auch wenn man jetzt hier den Tag hier nimmt, ja, da auch, dass der Schlusskurs und da auch der Markt läuft halt, versucht das Gap zu schließen, schafft es nicht, nochmal in das Tief ran, ja, dann doch wieder drüber und dann doch nicht geschlossen und hier dann wieder weg und wie auch immer. Ja. Also von daher muss man da schon gucken, ja, ob der Markt halt, was der mit diesem Gap hier anfängt, wenn man jetzt nur die Kasse anguckt. Genau. So. Gut, ja, sieht zumindest leicht so ein bisschen abwärts aus. Ich gucke dann auch gerne in die Kasse rein. Das habe ich hier, gibt es ja, könnt ihr euch auch dann herholen. Bei Admiral, ach, bei FX Flat. So. Eine Freudscher Versprecher. Was wir jetzt sehen ist, Apple hat schon das Tageshoch von gestern jetzt getestet. Microsoft ist eine ganze Ecke weg. Und hier kommt auch Amazon, kommt hier drauf. Also ich empfehle es halt immer mal, diese Aktien mit drauf zu haben. Es geht mir jetzt nicht darum, dass ich jetzt hier anfange zu analysieren, ja, die Cisco, die läuft jetzt hier nach oben und so weiter. Es geht mir einfach nur schlicht darum, zu sagen, wie auch gestern, ich hole mir ja ganz kurz die Apple-Aktie her. So, und das war gestern die Trading-Idee halt gewesen, ja, wenn so ein Wert halt seitwärts läuft und die Range halt bricht am Tages, also ich nach oben oder nach unten dann verlässt, ist es halt mit der Gewichtung, die die Aktie im Nasdaq und auch im S&P hat, natürlich dann schon ein Indikator dafür, was dann halt kommen kann. Ja, so.
Und das ist hier zum Beispiel der Anstieg, wo ich dachte, jetzt kommt der Ausbruch. Und dann hat es halt nochmal eine halbe Stunde gedauert. Ja, das war hier 16 Uhr, kurz nach 16 Uhr, wo ich dachte, jetzt kommt der Ballermann nach oben. Da war es das noch nicht. Ja, genau. Also das kann man sich da gerne reinholen. Wie gesagt, ich fange jetzt nicht an, jeden Einzelwert hier zu analysieren, aber man erkennt dann durchaus, da ja fast alle Werte jetzt gleichmäßig nach unten dackeln, ja, zumindest hier die da oben, dass wir vielleicht ein bisschen Schwäche halt drin haben. Und vor allem auch, wenn man jetzt überlegt, dann immer bei der Einzelaktie, die handelt unter dem Tagestief von gestern, ob da nicht vielleicht doch noch ein bisschen mehr Suppe nach unten rauskommt. Ja. Und natürlich auf der anderen Seite, wenn man sich jetzt vorstellt, die Apple-Aktie kauft jetzt das Tageshoch von gestern, dann wäre das halt Tageshoch von gestern, Gap Up, Test, Tageshoch von gestern, Trendfortsetzung wäre natürlich auch eine Option, weshalb man dann auch den Long-Fokus sich dann früher oder später wieder reinholen kann. Na, also das als Idee, klar, die Apple-Aktie kann es nicht alleine, ja, bedarf schon ein paar mehr Aktien. So. Okay, jetzt sind wir hier unter dem Tageshoch vom 3.2. Also mal sehen, ob wir hier vielleicht dann doch jetzt ein bisschen weiter runterkommen und doch noch ein paar Gewinnmitnahmen sehen. Ja, und wie gesagt, Target hier unten wäre Test oder Gap Close, entweder am Tageshoch oder hier unten wäre dann der Schlusskurs grob. Ja, mal sehen. Die dunkle Plattform war der Ninja Trader, genau. Ja, die Software, die habe ich mir irgendwann mal im Jahr 2003 oder so gekauft. Genau. Seitdem mein Freund und Begleiter. Neben dem Stereo Trader. Ja, also wie gesagt, aktuell habe ich keinen Zugriff auf den Markt. Ich weiß nicht, was der Markt hier vorhat. Ja, aber ich denke mal, das ist auch vielleicht wichtig. Viele Trader denken immer, okay, wie auf Arbeit halt, 15:30 Start, Kassamarkt, ich muss aktiv werden, ich muss klicken. Ja, und auch da vielleicht einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, ich schaue mir das erstmal an, was der Markt davor hat. Ja, wir sehen jetzt hier den 1-Minuten-Chart, wie heftig der hier hin und her geht. Von der Struktur fällt halt auf, dass wir schon auch eine leichte Tendenz haben, weil die Kasse ja auch leicht abwärts ist, dass man jetzt hier sieht, zum Beispiel jetzt die Kerze hier, die finde ich ganz spannend. Wir haben die Hochs hier nicht nochmal rausgenommen. Auch mal sehen, wenn die Kerze jetzt auch nochmal hält, dass diese schwarze, dass wir die Hochs nicht mehr rausnehmen können, dann könnte man hier vielleicht leichte Short-Tendenzen sehen, vielleicht auch mal einen Short-Trade machen. Ja, müssen wir mal gucken. Aber es wird natürlich alles relativ, naja. Wie gesagt, da versuche ich jetzt schon Trades zu finden fürs Webinar. Und das ist eigentlich immer schlecht, wenn halt ein Trade muss eigentlich zu einem kommen. Und man sollte auf den Trade halt als solches jetzt nicht, also man sollte das Ding nicht aktiv suchen, sondern es muss halt im Kontext für einen Sinn ergeben, sodass man dann halt sagen kann, okay, das passt halt für mich. Ja. Und wenn man jetzt sieht, wir sind jetzt hier in der ersten Minute der neuen 5-Minuten-Kerze, wenn wir jetzt überlegen, wir hatten ja auch mal das Thema der Impulskerze. Ja, und jetzt sieht man, dass wir in der Minute, also jetzt in der ersten Minute, aus einer schwarzen Kerze eine weiße Kerze gemacht haben, dann kann ich selbst in der Ebene, habe ich keinen Zugriff drauf. Also ich müsste halt dauernd darauf setzen, dass der Markt halt umdreht und ja, das ist halt auch nervig, ne? Und jetzt kann auch sein, dass die Minute wieder unten schließt, ja. Also von daher bin ich da halt eher ein bisschen aufgeschmissen. Genau. So, dann gucken wir hier nochmal da in den. Oh, gerade VWAP getestet. Das ist nochmal interessant. Also die grüne Linie ist mein VWAP. Das ist immer nochmal. Ist aber relativ auch guter Automatismus bei vielen Future-Händlern oder Future-Programmen drin, dass dann solche Dinge dann nochmal gekauft werden. Wäre jetzt aber auch keine Trading-Idee jetzt zwingend für mich. Ne? Aber das ist ein Punkt, der oft reagiert wird per Minuten-Close, zumindest auch noch nicht darunter gehandelt. So. Ja, auf der Zeitebene hier haben wir jetzt einen Abwärtstrend gegen den VWAP noch. Da sind auch hier die EMAs sind bei mir immer gleich 30 und 100.
Ja, und wenn ich hier versuche ich dann auch, wenn ich jetzt eine Kassa-Bewegung sehe, dann handle ich dann manchmal rein technisch diese EMAs dann runter, weil das in einem Kassa-Handel recht gut funktioniert. Aber wie gesagt, das wäre jetzt alles hier so ein Klein-Klein halt. Also der Handel hier, weil gerade die Frage war, der Handel hier ist aus dem Dom halt heraus, das heißt der, oder hier an der Seite aus der Preisleiter heraus, das heißt der erkennt das hier. Die Kurse werden ganz klassisch zur CME geroutet und da findet im Future halt die Ausführung direkt an der Börse halt statt, wie auch ja, überall anders. Ja, das war jetzt nicht schlecht hier. Der Move nochmal runter, wieder an den wie überhaupt abgebreitet. Ja, wir gucken mal. Mal sehen, ob vielleicht, ich warte jetzt mal die volle Stunde ab. Ja, also mindestens sind die Amis aktuell noch nicht so bullisch auf diese neue Stunde. Also zumindest mit dem Open jetzt. Ja, mal gucken. Ja, Ausführung ist halt, wie gesagt, wie am Future. Auch im Future hat man, je nachdem, wie der Markt, wie dick, wie dünn der Markt halt ist, entsprechende Slippage. Ja, und hier, ihr seht es ja, wir bewegen uns. Also, wie gesagt, wenn ich jetzt hier mal einen 5-Sekunden-Chart anmache, das ist halt auch schon brutal. Wir reden ja nur von 5 Sekunden, ist ja nicht viel Zeit. Aber wenn halt der Markt sich hier, gestern hatte ich einen Screenshot gemacht, wo der Markt sich in 15 Sekunden immer um die 40 Punkte bewegt hat. Jetzt gucken wir mal hier, was hier die Strecke ist von hier, diese 15 Sekunden von 14.888 bis runter oder 20 Sekunden bis 70. Na gut, 18 Punkte. Ja. Aber auch schon ordentlich. Ne? Können hier nochmal gucken in dem Range-Chart, wenn ich hier nochmal auf 15 Sekunden gehe. Oder 5 Sekunden meine ich. So. Also hier sieht man jetzt, was die Handelsspanne so um 5 Sekunden ist. Also 5 Sekunden, ne? Trade aufmachen, zumachen. Wer Lust drauf hat, klar, es funktioniert, aber sind dann um die 12 Punkte. Also müsste ich das hier einstellen. Dann so 15 Punkte. So. Aber ihr habt jetzt ja auch wieder gesehen, wie oft der Markt, dass sie hier die Kerzenfarbe verändert hat. Also wenn ich es jetzt mal Revue passieren lasse, so nebenher, wie die Kerze gelaufen ist. Das heißt, wir haben hier ein bisschen eine schwarze Kerze gehabt, dann ist es eine weiße geworden, dann ging es hier ein bisschen höher, dann ist die Kerze wieder schwarz geworden, unter das Tief der 5-Minuten-Kerze drunter und jetzt wieder hoch und sogar das Hoch während der 5 Minuten rausgenommen bis dahin. Also das ist schon echt harter Tobak. Ja. Also für mich zumindest. Also wie gesagt, für mich ist das jetzt kein. Also vor allem auch nicht fürs Webinar, ja, einen Trade, wo ich halt gerne handeln wollen würde. Oder eine Umgebung, sagen wir es mal einfach so. Ja. Wenn man jetzt für den Tag schon gewissen Profit halt hat, den ich aber heute nicht habe, dann ist es schon so, dass man hier auch mal, keine Ahnung, hier so ein 10-Punkte-Ding scalpt auf $20. Das mal Mikro zum Beispiel, das mag okay sein, das kann man dann mal probieren. Aber dadurch, dass jetzt mein Trade hier jetzt mein erster Trade wäre für heute, will ich in so einem Umfeld einfach gar nicht aktiv sein. Ja. Also zumindest sehe ich jetzt aktuell noch nichts, wo es mir jetzt halt sinnvoll erscheint. Wir schauen jetzt mal über dem Hoch der letzten 5-Minuten-Kerze, mal sehen, was danach passiert. Vielleicht hier nochmal auch die Option, dass es wieder runterfällt, dass wir da vielleicht nochmal kurz einen Short Trade machen können. Das wäre jetzt nochmal eine Idee, wenn die erste 5-Minuten-Kerze hier auf der im Top halt scheitert. So, mal einen Short drinnen über das Hoch der Kerze. So. Gucken wir mal, hat einen zweiten noch reingenommen. Wie gesagt, Ziel wäre jetzt, dass die Kerze unter dem Hoch, also über dem Hoch, wird abverkauft. Mal gucken, ob das gelingt.
Ja, so richtig will es nicht. Dann lasse ich mich halt aufstocken, 30, $40. Gut. Also Ziel war jetzt, dass der, weil die Kerzen hier so verschachtelt sind, über dem Hoch der Kerze abzuverkaufen. Hat er jetzt nicht gemacht. Oh. Wäre jetzt nochmal so die Idee gewesen. Gut, relativ lang zur 9. Stunde. Also die erste 5 Minuten Kerze jetzt recht trendig hier. Also nicht so hin und her. Doch einiges an Dynamik, das Ganze. Ja, mal gucken. Wie weit es noch umgeht. Also vielleicht hat der Markt auch mit der ersten halben Stunde Orientierung gesucht und jetzt kommen die Orders wieder halt rein. Aber von daher war der Stop-Loss jetzt hier ganz gut. Plus minus null war mal rumgeeiert, aber ist ja nicht tiefer gelaufen. Also ist aus der weiß geblieben jetzt in der 5-Minuten-Kerze. Ist für mich soweit okay. Genau. Seid ihr, die Charts brauchen wir gar nicht. So. Ja. Ja, wir gucken mal bis halb, was da passiert. Interessant wird für mich hier werden dieser Bereich nochmal die 14.920. Da haben wir ja wirklich viele Eröffnungs- und Schlusskurse. Vielleicht, dass da noch mal was passiert. Oh. Ansonsten aktuell ja minus 43,34 € waren das mit dem Trade. Hier hätte man jetzt eine Kerze ohne, also wenn der Markt jetzt hier wirklich direkt durchgehen sollte, ja, wäre es halt eine Mini-Lunte. Ja. Wenn das dann später anläuft, wäre es ja okay. Ja, also rechts unten im Stundenchart, ja, da fällt das kaum auf. So interessant wird jetzt, wie weit die Kerze hier eintaucht. Mal sehen, ob wir jetzt die nächste komplett wieder abverkaufen, den Anstieg, oder ob wir eine Struktur jetzt reinbekommen mit steigenden Tiefs und steigenden Hochs, also von hier unten aus gesehen, wir das Tief dieser Stunde auch halten und jetzt hier steigende Tiefs sehen, sodass wir dann vielleicht hier so eine Struktur halt hinbekommen, nochmal nach oben weg. Das ist so die Idee. Also wenn jetzt die Kerze auch nochmal komplett abverkauft wird, die erste 5-Minuten-Kerze, also ich mache jetzt den Trade nicht nochmal, ne? Dafür hätte es erst über das Hoch der 5-Minuten-Kerze drüber gehen müssen, dann runter, dann wäre das nochmal okay, weiter oben den gleiche Trading-Idee nochmal zu nehmen. Aber wenn das jetzt hier auch nochmal wieder runter geht, dann, ja, dann wäre das halt schon, wäre das jetzt nicht, dann könnte ich fast auch zumachen, weil dann passt halt alles nicht, was ich als mögliche Trading-Idee halt hätte. Aber wie gesagt, die Kerze hat ja noch 3 Minuten und vielleicht ist sie ja gewillt, nochmal hochzugehen, sodass sie halt einfach den Beginn der 5-Minuten-Kerze davor respektiert und wir hier einen Konter gegen die Eröffnung sehen.
So was sehen, so ab 2 Minuten wäre es dann halt interessant zu sagen, das ist jetzt die Lunte und jetzt, wenn die dann noch umklappt von schwarz auf weiß, dass man da vielleicht noch mal guckt, ob man da einen Long Trade reinkriegen. So, mal gucken, ob die jetzt so hoch geht. Ich sag, 2 Minuten in so einer Kerze sind natürlich jetzt lang. Aktuell Risk hier auch nochmal 40 Euro, fast schon ein bisschen zu viel des Guten. Also wenn jetzt hier nicht gleich der Ballermann kommt, dann fliegt der Trade dann halt auch, ja, plus minus null halt raus wahrscheinlich. Also ich bin eigentlich viel zu spät drinne. Also die Kerze ist doch einen sehr langen Kerzenkörper gemacht. So, mal gucken, ob der Ballermann hier kommt. Ups. So, wir sichern das mal ab. Also entweder kommt der Ballermann hier durch, gut, wieder raus. Also ja, so ein bisschen Dattelei. Problem ist für mich, dass die Kerze halt hier 20 Punkte, ja. Klar, wenn sie jetzt richtig lang wird, bis zum Ende der 5-Minuten-Kerze wäre es okay. Ja. Gut. Zu aggressiv da jetzt mal den Stop da ge gelegt. Ja, doch. Also wir haben auf alle Fälle jetzt mehr Tendenz. Ja, mehr Tendenz, aber bei der Minute, also jetzt sieht man ja wieder ein paar Sekunden hoch und wieder zurück. Also da muss man jetzt gucken, wie diese Tendenz jetzt fortgesetzt wird, ob es jetzt reicht, dass wir hier weiter steigen können. Rechts der S&P 500 auch am Hoch dran gewesen. Ja. Gut, wäre ich jetzt bis dahin aus der Kerze nicht raus, wäre der Stop an gleicher Stelle. Wir können ja mal gucken, ob der Markt jetzt innerhalb der Minute noch an den Stop wieder ranläuft. Dann wäre der Trade halt 1 Minute später ausgestoppt worden. Ja. Wäre dann auch unter Umständen so passiert. So, bis jetzt knapp gehalten. Und wir haben es halt auch nur noch mal nur 7 Dollar waren das jetzt, 7 Euro. So, oh, das, wenn jetzt die Kerze in der ersten Minute hier kein neues Tief sieht, dann hätte man hier die Impulskerze sogar in der ersten Minute. Ah, jetzt bleibt es wieder stehen. Ah, so ein Webinarteil hier. Also Kerze ohne Lunte, eventuell, wenn das jetzt hier hält, das Teil, dann hätten wir durchaus Tendenz, ja, oder den Versuch nach oben wegzugehen. Mal gucken, ob sie das halten. Interessant ist, dass wenn in einem guten Trend sieht man das wirklich genau, dann wird das zusammengestaucht bis Kerze ohne Lunte in der ersten Minute, also wie sieht man das in der ersten Minute, das hält und dann sieht man danach halt nicht mehr den Markt zurückkommen. Ne? Vielleicht an der Stelle hier mal als Beispiel. Ich hole euch mal ganz kurz hier ein älteres Webinar her, kurz. Hier sieht man es, diese Impulskerzen, die meine ich halt. Ne? Also Kerze ohne Lunte, ne? Erste Minute, neue 5-Minuten-Kerze, Impuls. Ja, darum geht's. Also das kann passieren, wie gesagt, da braucht man halt aber schon wirklich einen guten Trend, nicht sowas wie jetzt. Dann ist es okay. Ja. Gut, also es bleibt halt weiter gedaddelt. Ja, naja. Also für mich weiterhin eher schwieriges Umfeld. Mal sehen, ob man jetzt da nochmal was holen.
Mal gucken, vorhin ging es ja von dem Bereich aus los nach oben. Mal sehen, ob sie es nochmal halten können. Dann wäre das nochmal eine Idee, die letzten 2 Minuten, dass der Markt dann nochmal hochkommt. Das ist wie so ein Kassetrend halt so langsam hochläuft. Naja. Aber wie gesagt, alles anstrengend. Not easy. So, da gucken wir mal. Da kann man auch eine Münze werfen, genau. Ja, also aktuell ja. Also was man halt oder was ich halt empfehlen kann oder was man machen sollte, ist schon so, wie gesagt, mit seinen Aktivitäten eher ja, zurückfahren, den Markt beobachten und jetzt nicht zwingend auf der Suche sein nach einem Setup, sondern halt eher gucken, ob man dann den Punkt erkennt, ab da, wo sich das Bild so entwickelt, wie es sich entwickeln sollte. Ja, wie gesagt, hier war für mich durchaus die Überlegung, weil mit dem Short Trade, weil wir, wenn wir jetzt mal das Hoch von im 5-Minuten-Chart hier anschauen, fallendes Hoch, tieferes Hoch, tieferes Hoch, tieferes Hoch. So, und jetzt kam von unten zwar die Lunten rein, aber es ist halt oftmals so, dass der Markt dann halt gerne mal kurz durchbrettert und dann trotzdem die 5-Minuten-Kerze unten schließt. Und dass das halt durchaus ein gutes Zeichen ist, um halt den Short zu nehmen. Wie gesagt, ich habe mich ausstoppen lassen. Hätte ich das nicht gemacht, wären auf alle Fälle, als Beispiel, hätte ich den Stop da drüber gelegt, wären 70 mal 2 sind 140. Ja. 70 mal 2, Quatsch, 340 wären da weg. Das mache ich natürlich jetzt nicht, ja, um wieder auch nur plus minus 0 zu sein. Also von daher, ja, was jetzt auffällt, ist, dass zumindest hier im 5-Minuten-Chart hier oben wahrscheinlich die 14.918, der Bereich, wo der Markt hier so Schwierigkeiten schon hatte, jetzt doch mehr oder weniger abverkauft wird. Aber hier unten sind wir jetzt viel zu tief. Also ich kann jetzt nicht in den Trade hier eingehen mit 50 Punkte oder $100 Risiko pro Trade. Will ich nicht eingehen. Ja, und von daher, kann man Münze schmeißen. Also was muss man machen? Ja, den Markt sein lassen, gucken, was passiert, schauen, wann kommt der Punkt ab da, wo sich eine Struktur ergibt, in der man halt einen Vorteil halt hat. Ja, hier unten der Bereich, der wird ja jetzt hier ganz gut immer gehandelt. Und dann ergibt sich irgendwann während des Handelstages dann halt ja, eine Trading-Idee vielleicht, die man dann auch handeln kann. So, und alles andere, jo, macht halt keinen Sinn, ne? So, was jetzt kommen könnte oder Idee wäre jetzt, dass hier vielleicht nochmal der Push durch die 63 kommt, aber da müsste ich einen Trade eingehen, jetzt für 5 Punkte mit dem Risiko, wenn der Markt hier das Tief kauft, wieder vor, ja, von unendlich hoch, also macht gar keinen Sinn. Rein vom VWAP wären wir jetzt wieder am VWAP, wenn jetzt da wieder die typischen Käufe kommen, wären wieder ein paar Punkte hoch, auch möglich. Ja, also. Ja, und irgendwann ergibt sich da eine Struktur. Wie gesagt, gestern habe ich bis 16:30 Uhr mir das angeguckt und dann ab 16:40 Uhr ging es dann halt erst los. Ja. Und los ging es halt auch, wer sich vielleicht von gestern das mal anguckt, los ging es genau bei so einer Kerze. Der Markt fällt unter das Tief der vorhergehenden Kerze und die Kerze schließt über dem Hoch drüber. Ja, also das war schon, da ging richtig was. Ich glaube, die Kerze war 100 Punkte lang oder sowas. Können wir hier nochmal nachgucken. Haben wir alles da? So, genau, hier, das ist die Nummer. So, also hier sieht man es nochmal. Das war gestern das Hin und Her, 16 Uhr. Aber da gucke ich erstmal rein. Hier die Kerze, 16:35 Uhr. Auch hier relativ viel gemacht. Also wir haben hier natürlich das absolute Tief, dann unter das Tief dieser beiden Kerzen drunter. Ja, die Kerze nimmt dann direkt hier das alles raus.
Und die nachfolgende Kerze oder die nachfolgenden dann hier Ballermann nach oben weg. So, die Kerze ist hier lang. Ja. 64 Punkte, 65 Punkte. Ja. Genau, und ja. Deswegen, keine Ahnung, was die hier vorhaben. Also da würde ich mich jetzt auch weiter so nicht aus dem Fenster jetzt lehnen und ja, würde ich dann halt warten, bis da was passiert, was ich halt sehen und lesen kann. Ja. Genau. Ich sag jetzt mal, selbst im Mikrofuture muss man, keine Ahnung, aktuell 200, 300 € Risiko, denke ich mal, sollte man schon mal einplanen. Ja. Und da sind wir jetzt mit 40 aktuell minus relativ gering dabei. Ja. Und ich habe auch zwei Kontrakte gehandelt. Also von daher ist das alles okay. Ja, wenn das Ding mal rennt in irgendeine Richtung ordentlich, dann ist auch okay. Dann, aber so halt nicht. Stundenchart, wie gesagt, Stundenchart fallen auf. Die Dochte hier auf der Oberseite, die Auflösung auf der Unterseite lässt auf sich warten. Tageschart ist halt voll bullisch. Und ja, es passiert doch das, was ich vermutet hatte, dass zumindest der Markt halt nach dieser starken Vorbörse nicht aktuell nicht weiß, was hier vorne und hinten ist. So, also naja, bleibt halt dabei. Ja. Alles kann, nichts muss. Interessant ist sowas immer noch mal auch zu gucken Richtung letzte Minute der 5-Minuten-Kerze, wenn man da der Meinung ist, dass man jetzt sagt, okay, die letzte Minute, wenn die Kerze jetzt hier unten schließen würde bei der 64, dann könnte man hier auf die letzte Minute vielleicht reinspringen im Sinne dessen, wenn es passiert, also wenn man halt merkt, dass man einen Vorteil hat, dann kann man sowas halt machen, aber wie gesagt, ja, für mich hier alles aktuell. Also dieser Bereich von 64 bis also die 60 Punkte hier werde ich hier nicht nochmal in den Trade eingehen. Ja, da würde ich dann warten, bis dann vielleicht später der Markt da irgendwie mal rausgeht. Was auch immer. Irgendwas wird er schon mal machen. Ja. Warum handle ich den Future? Ja, A, weil FX Flat ja den Future im Angebot hat. B, kann ich halt damit die Hebelbeschränkung halt umgehen und kann halt einen Hebel halt traden oberhalb von 1 zu 30. Also das heißt, rein von der Margin her kann ich da höher gehen. Ansonsten, dadurch, dass ich halt, wenn ich hier limitiert halt handle, klar, bei der Volatilität ist es jetzt nicht ganz so auffällig, aber kann es halt sein, dass der Spread halt geringer halt ist als jetzt im CFD. Und ja, wie gesagt, ist halt eine Option. Ja. Kostenvorteil ist jetzt nicht wirklich da. Also Kostenvorteil muss man sagen, ist nicht da. Also im absoluten Detail ist er durchaus, ist es gleich, weil ich weiß jetzt gar nicht, wie im CFD der Spread ist, glaube ich, ein Punkt. Ja, so gesehen ist ja im Future der Spread halt ein Tick. Ja, also 0,25 Punkte plus Kommission, die man dann zahlt. Das ist halt genau das und ja, aber aktuell ist der Spread auch höher. Also das sieht man hier vielleicht jetzt gar nicht so genau, aber man kann hier mal in den Nasdaq Future reingucken. Da sieht man den Spread noch ein bisschen besser. Also ich halte mal das Bild hier an. Da ist der Spread aktuell von der grünen Linie, der grünen Linie hier bis zu der roten Linie sind 1, 2, ja, 3 Ticks, 0,75 Punkte. Also 4 Ticks sind ein Punkt. Ja, aber ihr seht ja, wie schnell das geht. Da kommt man als Mensch. Da muss man Maschine sein. Wir werden Maschine. So. Genau. Also ich empfehle auch auf alle Fälle viel limitiert zu handeln. Ja, viel limitiert zu handeln. So, jetzt gucken wir mal, wie der Markt an der 78 hier läuft, ob sich vielleicht doch ein bisschen abwärts doch nochmal ergeben kann oder ob es jetzt nur der Push raus war. Der ging halt schon relativ schnell mit relativ hohen Volumen. Ihr seht das hier rechts in dem Chart, im Sekundenchart. Also das ist halt natürlich dann auch eine ganz andere Klasse zum FDAX. Ja, also hier in dieser 5-Sekunden-Kerze wurden 800 Kontrakte gehandelt um 16:20 Uhr.
Also über 800 Kontrakte, um genau zu sein. In 5 Sekunden, oder? In 5 Sekunden haben wir hier an, genau. 886 Kontrakte. Und da sieht man, wenn man da den Dom offen hat oder so, sieht man da halt einfach nur nichts. Ja, man sieht da einfach nur nichts. Man sieht nur einen Strich. Oder hier war es ja kaum ein Strich, war ein großer, ja, auf relativ wenig Spanne, ja, hohe Stückzahl. Genau, also da wird es wahrscheinlich irgendjemanden, der ausgestoppt, würde ausgestoppt worden sein, wahrscheinlich mit einem Stop-Loss unter dem Tief hier. Den hat man geholt, jetzt erstmal Gegenbewegung wieder. Naja, mal sehen, ob man sich in das Bild hier nochmal reinfuchsen kann halt oder nicht. Aber aktuell schon schwierig. So, also Kerze unten gewesen, nächste wieder deutlich hoch. Das Einzige, was mir jetzt noch sinnig erscheint, wäre halt zu gucken, dass die Kerze hier wieder schwarz wird, sodass wir diese Struktur, die ich vorher meinte, mit diesem Abwärts, dass wir die wieder aufnehmen und da vielleicht auch ein bisschen abwärts gehen. Ich gucke noch mal kurz rein. Also Microsoft geht weiter immer runter Richtung Gap Close. Amazon, also hier sehen wir es so ein bisschen. Ich hole euch mal die Kasse her. So, also Apple seitwärts. Wie gesagt, die Kasse ist ja ein wichtiger Bestandteil des Index. Ne? Apple-Aktie weiter seitwärts eher am Tageshoch. Microsoft so leicht runterwärts. Ja? Amazon, drittschwerster Wert, auch leicht runter. Tesla auch am Tageshoch hier angekommen. Mal gucken, ob die jetzt hier hochkommen oder auch weiter runter driften. Ja? Nvidia seitwärts. Hier unten Cisco hoch, wieder runter. PayPal, ja, weiß auch nicht. Google einzigster als aufwärts. Und Facebook mal seitwärts, auch ein Wunder. So. Am Tageshoch. So. Ja, und wenn halt die Dominanz nicht aus dem Future kommt, dann ja, dann je nachdem, wie die Einzelwerte hier weiterlaufen, ist es das Ergebnis dieses Hin und Her ist dann das Ergebnis davon. Ja, oder wenn halt die Tendenz in irgendeine Richtung mal umschlägt, dann werden wir es logischerweise auch im Index sehen. Ja. Genau. Ja. Wie gesagt, für mich ist das immer dann nur interessant zu gucken, ob halt irgendwelche Werte mitziehen oder nach sich ziehen, sodass dann halt da ein gewisser Konsens bei den Einzelaktien ist. So. Die Trading-Idee hier wäre natürlich schön in die Hose gegangen. Nochmal einen Short, die gesamte vorhergehende 5-Minuten-Kerze wieder neutralisiert. Wow. Hier nochmal 800 Punkte in 5 Sekunden, 800 Kontrakte. Naja, also wenn ich sowas schon sehe, wie gesagt, ganz ehrlich, ist halt nicht meins, ne? Ist nicht mein Markt. Also da will ich nicht handeln. So, irgendwas kam, zumindest die Size relativ hoch, jetzt hier über die letzten 10, 20, 30 Sekunden mit über 800 Kontrakte. Das heißt, da springen gerade Algos rein, vielleicht gab es auch eine News gerade, sodass hier ein bisschen geballert wird. Aber ihr seht, das Chartbild bleibt halt weiterhin hässlich und da ist für mich halt weiterhin Zurückhaltung angesagt. Gut. Jo, also zwei Verlusttrades, ein Gewinntrade. Am Ende außer Spesen nichts gewesen. Beste wäre gewesen, gar nicht zu handeln. Am Ende habe ich dann doch einen Trade gesucht und nicht gefunden aktuell. Aber der Tag ist ja noch lang und ja, aber dennoch mache ich jetzt gleich auch Feierabend. Ich habe auch kein Problem, 40 € minus mit nach Hause zu nehmen. Ja, und dann sollen die da mal hier hin und her springen, wie sie wollen. Genau. Gut. Ja, das war es soweit von meiner Stelle heute. Vielen Dank auch für eure Fragen. Wie gesagt, schade, dass der Markt halt so gelaufen ist, wie er gelaufen ist, aber ich habe leider keinen Einfluss darauf, weil ich trade keine 800 Kontrakte in 5 Sekunden. Und ja. Von daher, wann sehen wir uns das nächste Mal? Ich habe hier meinen Plan ausgedruckt. Wen es halt interessiert, vielleicht ein Hinweis an dieser Stelle nochmal. Ich habe einen Börsenkalender.
den kann man sich durchaus ja vielleicht mal zu Gemüte führen. Da sind die ganzen Webinare auch von FX Flat hier eingetragen. Also hier keine Termine mehr verpassen. Ne? Und wenn man da drauf geht, dann sieht man hier, dass der Börsenkalender, kann man ja überlegen, ob das was für einen ist. Wie gesagt, ich habe auf der A sind die Termine drin, also das heißt, man hat einen schnellen Überblick. Das weiß ich dann am Freitag nächste Woche, kleiner Verfall ist, dass am Montag der President's Day ist, am 21. die Börsen verkürzt handeln, ja, und so weiter. Genau, wann NFP-Zahlen sind, wann EZB-Zinsentscheid ist, der nächste und so weiter. Zum Beispiel nächster EZB-Zinsentscheid, ganz schnell gesehen, am 10.3. Genau ein Tag, nachdem wir das nächste Live-Trading nämlich haben, am 9.3. So steht zumindest hier bei mir in meinem Plan drin. Wenn der Nelson das noch bestätigt, dann dürfte das so stimmen. Ja. Findet Das ihr alles, stimmt. wenn ihr euch da anmeldet. Wie gesagt, ihr erhaltet aktuell keine Mails von mir, also es ist, aber ich muss es halt so machen, damit das DSGVO-Konformheit ist. Also es gibt ich werde euch hier nicht mit Mails, habe ich gar keine Zeit und gar keine Lust für sowas. Aber wer es nicht will, kann Vorname eintragen, E-Mail-Adresse, bekommt es dann zugesandt. Also alle Leute, die das seit Januar haben, haben noch keine weitere E-Mail von mir bekommen. Genau. Ja, genau. Also von daher für mich kein erfolgreiches Trading, aber ich habe mich auch nicht vom Markt jetzt wirklich reinziehen lassen. Drei kleine Trades gemacht. Also von daher, ja, ist für mich soweit okay. Und genau, an der Stelle darf ich mich, ja, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, für die interessanten Fragen. Ja, und dann hoffen wir mal, dass dann im März ja, mehr Action ist. Ansonsten, wie gesagt, bin ich ja aktiv in den unterschiedlichen Gruppen. Und ja, stellt da meine Ausblicke rein, ab und zu mal einen Trade, wobei ich das eher weniger mache, weil das manchmal ja nicht gewünscht ist, im Nachgang irgendwelche Trades reinzustellen. Also in dem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch für heute trotz alledem dennoch erfolgreiche Handelsentscheidungen, lasst euch vom Markt nicht anfixen und ja, ich bin gespannt, wie der Nasdaq das heute ja ausspielt, was die da oben nun ja, anstellen. Und wie gesagt, ganz wichtig, lasst euch auf alle Fälle von dem Hin und Her nicht anmachen. Na, das will der Markt, der will euch reinlocken und ja, vermeidet das. Und deswegen Feierabend für mich, vielleicht auch für dich, Nelson. Nee, noch nicht ganz. Ich habe noch einen langen Tag, aber vielen, vielen Dank, lieber Heiko, für das Webinar heute, insbesondere für den Ausbildungsteil. Und vielen Dank natürlich auch an alle Teilnehmer. Ich freue mich sehr, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Termine hat der Heiko bereits gesagt. Ich wünsche ebenfalls noch viel Erfolg heute und auch für die ganze Woche. Passen Sie auch für die Positionen auf, bleiben Sie gesund und ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao. Ciao, ciao.